Ja, jetzt erst einmal, der Kader stellt sich jetzt relativ schnell auf. Also in den letzten Jahren gibt es jetzt nicht so viele Positionen, wo man groß überlegen muss. Es werden auf jeden Fall zwei Junge dabei sein, plus Dennis Dressel, ist klar. Dennis ist auch ein Kandidat für die Startelf. Wenn wir dann sehen, ob er dann morgen gleich von Beginn an aufläuft oder ob ich dann einwechseln werde. Und von dem her, Hilles ist auch noch da. Haben wir die vier voll, die wir brauchen als Urregel. Und ja, der Kader, Timo wird im Kader sein. Weil er einfach wichtig ist, hat auch einen guten Eindruck jetzt im Training gemacht, hat auch da schon seine Akzente setzen können. Ich glaube, von Beginn an ist er einfach noch zu früh, weil er einfach noch zu frisch oder bei der Mannschaft ist. Sich jetzt auch erstmal wieder daran gewöhnen muss, wie wir Fußball spielen, aber doch anders spielen als Viktoria Berlin. Und deswegen aber für mich immer eine Option, ihn reinzuschmeißen, weil ich weiß, dass er das Spiel immer mit einer Aktion entscheiden kann.